Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Jurassic World. Ja, im letzten Part haben wir endlich die 5 Obsidian geholt. Wir werden jetzt runtergehen in die Lager, genau, in das Lager und uns unsere 2 Diamanten holen. Dann werden wir hier rüberlaufen, uns ein Buch holen. Bücherregale haben wir nicht, ne? Ja, müssen wir noch machen, ne? War das so klar? Da habe ich mal wieder nicht mitgedacht. Ah ne, wir brauchten sogar nur 4. Haben wir ein Obsidian umsonst? Egal, jetzt haben wir aber den Verzauberungstisch. Der bringt uns aber noch gar nichts. Wir brauchen Papier. Und zwar jede Menge. Und wir haben kein Bambus hier. Haben wir hier Bambus drin? Ja, nur eins. Na, müssen wir runter. Abernten müsste ich hier bei Zeiten auch mal. Aber vor allem jetzt mal hier. Wir brauchen jetzt das ganze Bambus. Oh, stimmt, hier waren wir ja noch nicht mal fertig. Da ist ja uns irgendwann das Bambus ausgegangen, so wie es aussieht. Bob. Das geht ab. Ja, da war ich eben sogar, wo ich unterwegs. Also unterwegs war ich ja nicht, aber ich habe ja eben Part 31 aufgenommen und da habe ich dann auch kurz eine zwischendurch geraucht. Dann bin ich Richtung Zimmertür gegangen und wenn man aus meinem Zimmer rauskommt, habe ich so eine kleine Stufe, die dann rausführt. Und bei der Stufe hing was Schwarzes, was ich definitiv dann nicht zuordnen konnte, dass das überhaupt hingehört. Hab da so hingeguckt und hab dann da eine Hausspinne gefunden. Also Spinnen an sich, solange die nicht mein Bett oder Sofa berühren, ist es relativ okay. Aber dann ist auch schon vorbei. Sobald sie das berühren, dann können sie gerne von mir wegbleiben, dann mag ich sie nicht mehr. Weil dann sind sie einfach nur noch eklig und haben dann einfach nichts mehr bei mir verloren, ganz einfach. Und dann habe ich diese Spinne da gesehen, hat mir eine Spielhülle genommen von einem Spiel, was ich vor ein paar Jahren einmal gespielt habe und dann nie wieder, weil irgendwie kam ich damit nicht klar und ja, keine Ahnung, also irgendwie war das nicht so meins. Aber auf jeden Fall habe ich dann die Hülle da genommen, hab die Spinne damit festgequetscht an der Ecke. Hat auch so schön geknackt, als wenn die tot wäre. Hab dann mal eben ein bisschen. Hab dann mal eben kurz mit der Hülle die Spinne da angetippt. Und dann hat die sich noch bewegt. Also, beim besten Willen, das ist nicht schön gewesen. Und dann habe ich sie mit der Hülle nochmal gehauen. Und dann habe ich sie wieder angestupst und die hat sich wieder bewegt. Dann war sie in einer Ecke drin und da habe ich sie da mit der Hülle hier eingequetscht. Und dann hat sie sich mal endlich nicht mehr bewegt. Aber trotzdem, das war nicht meins, wenn ich ehrlich bin, weil Spinnen schön und gut, aber Hausspinnen, nein, danke, dann bin ich doch lieber einer, der auf Entfernung bleibt bei denen. Das ist eindeutig das Siegen, die da werde ich nichts gegen machen und es wird sich auch nie ändern, dass ich diese Spinnen nicht leihen kann, weil die sind so, ja okay, hört sich vielleicht scheiße an, aber die sind so fett und nein, einfach nein, das ist gar nichts für mich, das ist meiner Meinung nach gehören die verbrennt, weil widerlich. Einfach nur widerlich. Diese Spinnen. Bob, Bob. Bob. Die sind gar nichts, weil. Gut, jetzt haben wir ein Bücherregal umsonst gebaut. Das war ja sehr schlau von mir.
Kann man jetzt schon bis Stufe 30 verzaubern? Nee, schade. Aber ich muss... Jetzt haben wir das zweite Bücherregal verschwendet. Alle anderen Spinnen sind mir so lieb. Na okay, ob ich mit einer Vogelspinne zusammen hausen würde, das wäre nochmal was ganz anderes, weil solange Spinnen eingesperrt sind oder weit genug von mir weg sind, dann finde ich das nicht schlimm, aber ja, sein muss es natürlich nicht, ne? Spinnen sind zwar was Schönes und sind für die Natur brauchbar, aber für mich sind sie eher so, nein, danke. Dass die mein Zimmer sauber halten und so, oder sauber halten, sage ich schon, von Insekten fernhalten, das ist schön und gut, aber dennoch, ich brauche die nicht unbedingt so in mein Zimmer. Weil das ist auch unnötige, ja, unnötig, sage ich, Platz nehmen die ja nicht weg, aber das ist widerlich, oder die eine Nacht, da war auch eine Hausspinne in meinem Zimmer. Da habe ich abends so geschlafen oder wollte mich gerade schlafen legen, ganz normal halt. Und mach das Licht so aus von meinem Bett aus, weil ich brauche nur um eine kleine Ecke fassen und dann ist da der Lichtschalter. Und dann stand da hinter meinem Bett unter dem Lichtschalter noch so Schränke von mir. Jetzt ist aber alles umgestellt, das ist da nicht mehr so, da hing auch noch ein Poster. Und dann habe ich das Licht so ausgemacht, will mich hinlegen. Und dann habe ich immer so gehört, als ob so ein Schneider oder so im Zimmer durch die Gegend fliegt und immer irgendwo gegenhaut. Ja, und dann habe ich halt, Moment, ich will mal eben verzaubern gehen. Wir werden das Schwert jetzt auf Level 30 verzaubern. Was haben wir? Plünderung 3. Na toll. Na toll. Genau das, was ich nicht brauche, aber egal. Und dann habe ich halt das Licht angemacht, habe geguckt und geguckt und geguckt, habe aber nichts gefunden, gar nichts. Bin immer wieder, habe das Licht dann wieder ausgemacht, dann ging es wieder so los. Dann habe ich das Licht wieder angemacht, drehe mich mal im Bett um, guck Richtung Lichtschalter, hängt da eine Hausspinne, eine dicke, fette, große. Also so eine große habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich die halt weiterhin beobachtet und die ist dann immer mit den Beinen an Poster hoch und konnte sich da nicht festhalten. Und dadurch hat sie immer dieses Geräusch gemacht, dass sie weggerutscht ist. Und auf Papier hört sich das ja sehr schön an. Dann macht das ja so richtig laut, dieses Geräusch, und ja. Wir werden uns jetzt mal von eben... Eisen haben wir gar nicht mehr, ne? Egal, von den wichtigsten Sachen nehmen wir uns eben mal eins. Dann zeige ich euch, warum. Und... Ja, wir nennen den jetzt einfach JJJ. Nein. Nein, das war's auch nicht. Das war's nicht. Nee, das war's auch nicht. Ich weiß es nicht. Gehört der irgendwie hier hin oder so? Ach, keine Ahnung. Ja, jetzt mache ich mir noch eine Rüstung eben gleich kurz. Jo. Und dann hing da diese dicke, fette Hausspinne. Und ich wusste nicht, was ich mit der anfangen soll, weil anfassen. Nee, dafür mag ich sie nicht. Und dann habe ich sie mit meinen Latschen gehauen, dann ist sie aber runtergefallen und unter mein Bett gekrabbelt. Und dann sitze ich da und denke mir nur so, gut, was jetzt?
Du kannst jetzt nicht stundenlang hier sitzen und hoffen, dass die rauskommt, damit du die vernichten kannst. Dann habe ich mich halt wieder hingelegt, aber konnte kein Auge zumachen, weil ich in meinem Hinterkopf hatte, dass die Spinne da in meinem Zimmer ist. Und bin halt dann aufgestanden, habe mich am PC gesetzt und wieder ein bisschen so gespielt. Und dann irgendwann hat die Müdigkeit aber gesiegt, dann bin ich doch geschlafen gegangen. Und 3 oder 4 Tage später habe ich sie dann gefunden wieder. Dann hing sie an meinem Fenster da unten. Aber hat ein Bein verloren. Also ich denke mal, dass die wohl einen Kampf hinter sich hatte und dann ein Beinchen da verloren hat. Keine Ahnung wie und so, aber war mir relativ egal, weil ich war einfach nur glücklich, dass ich diese Spinne da wieder gefunden habe und endlich mal töten konnte. Dann habe ich sie auch getötet. Ja, hat auch nicht lange gedauert, bis die Weberknechte sich dann darüber hergemacht haben, weil das war ja ein gefundenes Fressen für die, so eine Hausspinne. Genauso wie ich eine ganze Weile das Problem hatte, dass ich immer wieder Wespen, Bienen, Hummeln, sogar einmal nur Hornisse in meinem Zimmer hatte und wir, oder ich eher gesagt, nicht wusste, wie ich da rangehe, weil ich mag die Viecher nicht, ich komme denen auch nicht zu nah, ich bleibe immer Abstand, aber wenn die dann im Zimmer sitzen und an deinem Fenster sind, ja, man musste dann halt. Ja, da rangehen, ne? Da schwimmt übrigens immer noch ein Mosasaurus. Da ist er. Eigentlich ein sehr schönes Tier, oder? Ich mag ihn. Und ja, aber irgendwann muss man die halt einfangen, oder man lebt mit denen. Aber ich habe die dann halt immer umgebracht. Und was laber ich eigentlich gerade hier? Wir wollten doch auf eine Reise gehen, aber der Aufbruch, der macht es jetzt auch nicht mehr fertig, weil es sind schon 12 Minuten rum. Die Zeit ist so schnell gerade vergangen. Naja, egal, dann werde ich das eben noch kurz zu Ende erzählen und dann heißt es bis zur nächsten Folge. Ja, und dann muss man halt diese Wespen. Hornissen, was auch immer, fangen und oder töten halt. Ja, und dann versucht das mal, wenn ihr die so oder so schon nicht mögt, und die dann einzufangen. Irgendwann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich meine Türspange angelweit, und vor meinem Zimmer ist noch so ein anderes Zimmer. Das war mal das Spielzimmer von meiner kleinen Schwester. Und da habe ich dann in dem Zimmer dieses Fenster aufgerissen und dann hat es nicht lange gedauert, bis sie dann immer rausgeflogen sind. Aber ich mag solche Dinger einfach nicht im Zimmer. Genauso wie Hausspinnen, die gehören sich nicht ins Zimmer. Draußen können sie von mir aus leben, aber nicht hier im Zimmer. So, ich würde dann mal sagen, genug gequasselt von diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüssens.